Da bräuchten wir vorher den Sattel, wenn wir uns drauf sitzen. Wo war jetzt unser Haus? War das jetzt die richtige Richtung hier? Oder war es doch eher da lang? Moins. So. Einfach so, zum Spaß. Huhn auch weg. Da ist Lava unter der Erde, aber das haben wir nicht gesehen. Ich möchte mich hier eigentlich ungern. Also diese Chunk-Fehler, die gehen mir auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen, die sind auch gerade wieder extrem. Das ist normalerweise ja eigentlich nicht so. Gucken wir am besten gar nicht hin. Ist gar nicht da. So. Ich habe jetzt keine Lust hier schon wieder nach Koordinaten zu gucken, wo wir denn sind eigentlich. Da hinten. Das ist unser Haus. So. Nein! Oh. Ich bin runtergefallen. Ob ich das hasse immer. So. Schweine haben wir hier auf jeden Fall genug. Dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier dann bei Gelegenheit mal ein paar Kühe und so Schweine und überhaupt alles so in unsere Nähe kriegen. Damit wir dann nicht so weit laufen müssen. Also Leder, wenn wir noch ein bisschen was brauchen. Ich habe jetzt die Kühe mal in Ruhe gelassen, weil eben nur, ich habe jetzt glaube ich nur 3 Kühe da gesehen. Das war jetzt nicht so der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Schauen wir auf jeden Fall mal. Oh Gott, ich habe es schon wieder gesagt. Ätzend. Kriegen wir hin. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Was haben wir denn hier? Da ist Eisen, Kohle, noch mehr Kohle, noch mehr Eisen, Lava. Aber ansonsten nichts Besonderes. Schade, schade, Schokolade. Na, los, jetzt. Lauf! Um dein Leben. Typ, ey. So. Jetzt müssen wir jedes Mal rumlaufen zum Eingang. Und dann hoch, um dann in den Keller zu kommen. Ich glaube, wir machen gleich mal den Gang runter zum Keller. Die Frage ist natürlich, wo machen wir den hin? Es wär natürlich von Vorteil, wenn es nur ein Gang wäre. Hier ist doof, weil hier ist so ein Durchgang, Laufdings, Bums. Andererseits könnte man dann die ganze untere Etage einfach mal weglassen. Und dann hier. Nee. Nee, das wäre doof. Ich will nicht so viel unterirdisch bauen. Oder nee. Oder nee. Denke, denke, denke. Wie machen wir das am besten? Ich würde ja jetzt so glatt sagen, dass wir erstmal hier so den Gang runter machen. Weil muss ich auch kurz überlegen. Der Keller. Die Rückseite war da. Hier so. Ja, ist schwierig. Schwierig, schwierig. Und jedes Mal außen rumlaufen zum Keller ist auch Kacke. Das macht nicht so viel Sinn. Müssen wir jedes Mal hier runterhopsen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich doch auch nicht. Verdammt. Natürlich cool, ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, aber komplett. So full. Ach nee. Nee, 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 nee. Können auf jeden Fall mal. Aber wir haben ja Kohle mitgebracht. Können wir ja mal hier so das rohe Schweinefleisch reinhauen. Da ist noch Glas drin. Was wir ja denn vorhin da reingesemmelt haben. Pflasterstein hauen wir hier mal noch rein. Dann hauen wir den Krempel mal hier rein. Papier, Feder, Tintenbeutel. Die Äpfel können wir jetzt auch mal da rein hauen. Wir haben genug zu essen. Glas haben wir extra eine Kiste schon für. So. Auch für die Scheiben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen, damit es wieder hell wird.
Ein Schlafzimmer hier muss ja dann auch noch weg. Tür lassen wir jetzt mal offen, kommt eh keiner, weil Monster sind ausgeschaltet. So, mal kurz anders hinsetzen. So. Dann gehen wir hier hoch. Dann kümmern wir uns weiter um den Anbau, um die obere Etage. Komm, wir machen jetzt hier mal so. Hauen wir jetzt hier mal eine Treppe rein. Eine große. Naja, hier vielleicht nicht. Es ist ein sehr ruhiges Lied gerade. Ich höre gerade gar nichts. Hier müssen wir noch einen wegnehmen, sehe ich gerade. Haben wir gleich noch mal ein paar Steine. Aber da haben wir ja sowieso im Moment mehr als genug. Ach nee. Können wir uns da einen schönen Weg hinmachen. Ich denke mal, dass das hier sowieso dann wieder wegkommt, weil das hier unten sollte ja nur eine Terrasse werden. Die wird dann noch ein bisschen verschönert, aber naja. Schlimm, wenn einem immer so diese spontanen Ideen kommen. Und dann bauen wir einfach mal dran rum und wenn es kacke aussieht, dann reißen wir sie da ab. Und wir haben keine Spitzhacke mehr. Toll. Haben wir, das Eisen ist hier und die Sticks müssten da sein. Dann bauen wir uns nochmal ein paar Spitzhacken. So drei. So. Zack, haben wir drei Spitzhacken hier. Dann haben wir erstmal wieder eine Weile Ruhe. Hier setzen wir dann schön Treppen hin, aber nicht aus Holz, weil wir sind draußen. Draußen muss Stein. Steinziegeltreppen. Habe ich jetzt so in Gedanken, im Hinterkopf. Ihr wisst, was ich meine. So. Hier die Wand kommt dann raus, also nicht raus, die wird dann ersetzt mit Steinziegel. So. So und so. Und dann sieht das Ganze nicht mehr so kacke aus. Hoffe ich. So. So. Und so. Machen wir das Ganze mal so. Ja, doch, so müsste das reichen. Hier möchte ich gerne Erde haben. So. Und nein, da sollte doch Erde hin. Da muss hier der ganze Stein auch raus. Bleibt dann da drin und hoffe ich mal, dass sie grün wird. Schön grüne Erde. Das wird hübsch. Ich glaube, dafür brauchen wir dann auch gleich wieder Erde. So. Das hier kommt dann weg. Das kann ja nicht alles weg. Ist jetzt ein Scherz, oder? Nee, gut. Ich dachte, jetzt kommt hier so eine richtig epische Höhle. Aber dann klauen wir uns hier mal noch die Kohle raus und machen wir das Ding zu. Ja, das wäre es jetzt gewesen. So direkt laufen wir jedes Mal dran vorbei in so einer richtig epischen Höhle. Das wäre es echt gewesen. Dann hätte ich jetzt ganz doll geweint. So richtig mit Pipi in den Augen und so. Bei dem Lied, was gerade läuft. Ich weiß nicht, ob ihr was hört. Ich höre gar nichts. Aber es liegt auch daran, weil ich halt keine Kopfhörer auf habe. Demnach ist die Musik extrem leise. Die läuft bei mir halt wirklich nur im Hintergrund. Und in der Aufnahme ist die dann aber immer ein bisschen lauter. Oh doch, jetzt höre ich was. Ich bin ja begeistert.
So, machen wir hier mal zu mit Erde. So, und dann holen wir uns noch mal ein bisschen Erde von unten. Dann können wir auch gleich noch mal ein paar Treppen basteln. Weil, soweit ich weiß, hatten wir keine mehr. Oder? Wir hatten bestimmt welche in der Steinkiste. Da haben wir noch 16 Treppen. Hier haben wir noch einen Steinziegel. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Treppen mehr. Ich würde sagen, wir sammeln hier noch mal so einen Stack rein. So. So, oh. Ja, komm, einen Stein haben wir noch. So, wir haben einen Stack Treppen. Das wird ja wohl erstmal eine Weile reichen. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht mehr, warum ich reingegangen bin. Ach ja, Erde. Wir brauchten Erde. So. Dann können wir das Holz hier wegnehmen, aber das brauchen wir gerade nicht. Dann können wir hier die Treppen schon mal hinsetzen. Geben wir auch nochmal so einen Kollegen hin. Na. So. Hier dann auch nochmal. Genau. Und dann geht das genau auf. So. Dann werden wir unsere Erde auch wieder los. Das ist doch was Gutes. So, hier Erde. Hier auch Erde. Eigentlich. Und dann können wir hier das Ganze weghauen. Und dann kommen hier auch nochmal Treppen hin. So. Wo ich die Treppen dann doch gerne hier hätte. Ah, ist schon wieder eine Idee. Wo ist die Treppe? Da ist sie. Holen wir uns mal noch eine. Die müsste ja... Hier waren die drin. So. Jetzt brauche ich... Den habe ich gleich alle mitgenommen. Brauche bloß eine. So. Und dann... Können hier die Treppen weg wieder mal, die wir soeben dorthin gesetzt haben. So. Hier auch nochmal alles weg. Dann haben wir gleich so eine kleine Abgrenzung für, ja, keine Ahnung. Eigentlich brauche ich hier eh noch was hin. Werden wir wahrscheinlich wieder alles abreißen. Schauen wir mal. Kann ich noch nicht selbst beurteilen. Also ich sowieso nicht. Das werden wir dann am Ende sehen, ob es aussieht wie gewollt und nicht gekonnt oder ob es gut aussieht. Und da ist schon ein nächstes Stack Erde alle. Ja komm, das Holz lassen wir jetzt hier drunter. So. Dann füllen wir das hier alles mal ein bisschen aus. Um eben die Ebene zu ebnen. Auch ja gut, reden wir nicht drüber. Hier auf jeden Fall alles voll mit Erde. Oh Gott, das geht ja so weit. Dann machen wir das so bis hier. Da noch einen hin. Ich glaube, die Erde, die wir jetzt bei haben, wird nicht reichen. Ist aber in Ordnung, dann holen wir uns mehr Erde. Okay, wird doch reichen. Hierfür wahrscheinlich dann nicht mehr. Okay, gut. Warum geht es denn eigentlich hier hin? Hier ist auch nochmal ein Höhlchen. Aber hier waren wir schon. Wie man an der Fackel erkennen kann. So. Das war eigentlich nur ein Vorwand, um hier nochmal ein bisschen Erde zu klauen. Hier auch. So. Zack, und dann ist das dicht. Dann müssen wir nur noch hier nochmal alles ausfüllen. Aber das machen wir später. Dann haben wir hier zumindest schon mal einen Gang nach unten und müssen nicht jedes Mal irgendwo runterspringen. Das ist
schon fast ein zu hoch. So. Und so. So, 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 so. Ach ja, diese Pläne immer. Nein, ich komme noch nicht mehr ran. Jetzt haben wir auch keine Erde mehr bei. Ein bisschen brauchen wir noch. Bisschen brauchen wir noch. Rennen wir noch mal zum Lager. Holen uns noch mal etwas Erde. Erde. Hier. Ja, haben wir auch keinen Platz mehr. Für noch mehr Erde. So. Dann können wir da schon mal alles ausfüllen. Damit hier keine Lücken entstehen. Pushen schon so genug rum. Ja, das war jetzt auch nicht so schlau. Weil ich hier eigentlich dann nämlich vorhabe, das wegzureißen. Wobei es ist hier der ganze Berg. Das ist kacke. Dann machen wir das doch so. Hier kommt dann Erde rein. Aber hier brauchen wir es nicht. Schwierig, schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie ich das mache. Man soll ja schon so ein bisschen die Aussicht genießen. Toll. Bei dem Ding ja. Super. Super. Okay, wir werden dann doch wohl oder übel unser Holz verballern müssen für Zäune. Okay, das wird niemals reichen. Wir brauchen mehr Zäune, mehr Sticks. So. Und so. Und so. 48 Zäune, naja, okay. Ist jetzt nicht die Welt, ich gehe mal pennen, damit wir hier mal ein bisschen Licht ins Dunkle kriegen. Ach, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Also eigentlich gar nicht. Ich renne hier bloß völlig verpeilt gerade rum. Und überlege, was man denn jetzt am besten wie macht. Hier müsste dann auch Zaun hin. So. So, wo ich gerade schon wieder eine andere Idee habe. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wenn wir jetzt also hier auch noch mal einen hinmachen. Eins, zwei, drei. Da backt ein Stein rum, den nehmen wir uns mit. 1, 2, 3, 4. Schwierig, schwierig. Also wieder mal gar nicht. Und so mit Zweierabständen. Das würde zwar aufgehen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Guck's mir mal von hier an. Also von hier. Wo man nix, wo so nichts sieht. Naja, okay. Für den Garten reicht's, ne? Nee, also schauen wir mal auf jeden Fall. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das geht so gar nicht. Wenn ich erweitern war, das hier Ganze hier noch mal ein bisschen. Weil zwei Abstände sind doch ein bisschen zu. Können wir mal auf jeden Fall hier das mit dem Glas, das sieht echt kacke aus. Da können wir hier dann Holz, Zäune hinsetzen.
meine, man könnte natürlich auch, wie heißen sie, diese Eisengitter nehmen. Aber dann sieht das Ganze so nach Knast aus und die Eisengitter habe ich schon einen anderen Plan. Da weiß ich, wo man die einsetzen kann, wo es auch gut aussieht. So. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es war echt dumm, jetzt hier die Fenster schon einzusetzen, oben. Also bei... hier so. Solange das Grundgerüst nicht steht, ist es ja... etwas unüberlegt gewesen. So. Kann also sein, dass wir da die ganzen Fenster auch nochmal rausreißen müssen. So. Naja. Naja. Da habe ich auch schon wieder eine Idee. Aber das kann ich eben auch noch nicht so ganz sagen, wie das Ganze wird. Holz und so, wir haben jetzt alles bei. Dann machen wir jetzt oben hier die Etage mal fertig. Die war 4 hoch, glaube ich. 2, 3, 4. Dann kommt theoretisch die Decke, genau. Ja, komm, wir nehmen jetzt hier mal Erde. Und dann nehmen wir hier das Holz. So. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt doch die Scheiben mit hätten. Also nochmal runter. So Kamikaze-mäßig so. Pfiung, pff. Und nehmen wir nochmal ein paar Scheiben mit. Vielleicht sogar nochmal ein paar mehr. Unser Inventar ist so voll. Müssen wir hier alles mit uns rumschleppen oder was? Na ja, gut, mal schauen. Jetzt muss er jedes Mal ums Haus rumlaufen. Oh. Zeit, dass wir da eine Treppe reinsetzen. Vom Keller zum... Nicht-Keller. Zu dem Geschoss hier. Aber weiß ich noch nicht ganz wie.